Nach dem dritten Advent hatten wir von einer Tour weihnachtlich geschmückter und beleuchteter Traktoren vom Landwirtschaftsbetrieb Carsten Schulze im erzgebirgischen Oelsnitz Richtung Schneeberg und Aue berichtet. Am vierten Advent rollten die Traktoren mit Unterstützung weiterer Fahrzeuge ein weiteres Mal durch die Region. Diesmal waren sie im Raum Stolberg zu sehen. Da es einem bei solchen Bildern ganz warm ums Herz wird, zeigt ErzTV wieder Impressionen von der Fahrt.